Jo. Ja. Okay. Ein Moment, Leute. So, ich bin wieder da. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Kurze Unterbrechung hier. So. Woher bekommt man Tower Skins in Einmal Kaktusklicker? abkoppeln, G-Time. Jupp. Jupp. Die musst du aktuell kaufen. Es wird aber später noch welche zum Freispielen geben. Also für die Leute, die einen Grind-Modus suchen, kann ich auch empfehlen, sich einfach mal Kaktusklicker anzugucken. Der hat sich wirklich viel getan. Wenn ihr einen Modus wollt, wo ihr wirklich viel zu grinden habt. Die aktuelle Season, die läuft ja auch noch bis Ende November, Anfang Dezember. Da kann man auf jeden Fall, wenn man Bock hat, vorbeischauen. IP ist playlegend.net, Version 1.20.1. Dane, Dankeschön für 11-mal GG und einmal für 18-mal GG. Vielen, vielen Dank. Genauso auch hier die ganzen Leute, die jetzt gerade reingefollowt haben. Mark, Jin, Monkey Donkey, Francesco, Pepo, die Ente, Lukas, Paco. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Oh. So. Marc, Dankeschön für 10-mal das Bändchen. Liebe geht raus. Was ist eigentlich hier mit der Musik schon wieder los? Warum ist sie hier so am Hängen? Was ist denn los da? Lassen wir mal hier den Reload machen, glaube ich. Der ist hier geisteskrank gerade am Rumhängen. Sonst muss ich mir gleich meine andere Playlist reinmachen. Oder wir müssen die gute alte Minecraft-Mucke hören. So, zack. Nee, das ist ein privater Server. Das ist alles von Spark of Phoenix gemacht. Das gibt's so nicht öffentlich zu spielen. Spark hat auch gesagt, er wird das nicht veröffentlichen. Also, da werdet ihr leider nicht mitspielen können, Leute. Okay. Gucken wir mal. Ich lade mal jetzt so den Player. Schauen wir mal. Boah, Junge, was geht denn hier ab? Dane, dankeschön. Und Pascal, danke für 40 mal GG. Genauso auch Dane, dankeschön für diese Kartoffel. Oh, die müssen wir abbauen. So. Oh. Zack, so. Jetzt muss ich hier nur aufpassen. Okay, da muss ich erstmal noch hier weitermachen. Oh, und das Stück kann ich auch noch entfernen, ne? Oh, zum Glück kriege ich nicht so viel Fallschaden. 240 Diamonds bis Top 100 Gaming, Jungs. Wieso immer 240? Ist doch mittlerweile viel mehr zusammengekommen. Oder steigt das mit der Zeit, dass wenn das nicht schnell genug zusammenkommt, bleibt das, wird das immer mehr? Ist ja immer mehr. Oh no, jetzt habe ich die falschen verbaut. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Zack. Die anderen streamen ja auch. Deswegen, ach so, weil andere auch streamen und die kriegen auch die ganze Zeit Belohnung rein und dann steigt das. Ah, okay. So, zack. Okay, jetzt habe ich es hier. Richtig. Also meine Musikplaylist, die will irgendwie gerade nicht. Das macht mich sehr traurig. Da müssen wir mal gucken. Was mache ich am besten? Ich würde schon ganz gerne jetzt hier meine Musik ein bisschen hören wollen, ne? Ganz ohne ist auch nicht so das Wahre. Dann mache ich das an hier. Warte mal. So. Dann hören wir das. Das ist auch gute Musik.
Aber ich würde dann, glaube ich, ganz gerne eher die Playlist hier hören. Die ist geil. Das ist geile Musik. So, ist das vom Sound gut so? Du hast den falschen platziert. Das wird eh alles abgebaut, der Untergrund hier noch. Jonas, danke schön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. So. Guckt euch an, wie riesig das ist. Ach du Heiliger, ey. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier die Stelle noch ab. Das wird jetzt krass. Michael, moin. Schön, dass du am Start bist hier auf YouTube. Wie geht's? Alles gut? Was kommt da hin? Ich will eine riesengroße Tempelanlage bauen. Roman, dankeschön für einmal GG. Liebe geht raus. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank, Leute. Also selbst wenn wir es nicht in die Top 100 schaffen, ne? Danke trotzdem für den Support. Ist ja trotzdem ein sehr krasser Support. Momo, dankeschön für die Rose. Roman, dankeschön für das Musiksymbol. Und Yasin, dankeschön auch an dich für die Rose. Oh, da hinten ist ein Skelett gespawnt. Da muss ich ausleuchten. Da müssen ganz, ganz dringend dann Fackeln hin. Skelette habe ich jetzt nicht so Bock, muss ich ehrlich gestehen. Zack. So, dann setzen wir noch eine hier am Rand, dann sollte hier auch nichts mehr spawnen. So. Zack, sehr schön. Oh. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Und Bob. Molly, dankeschön für die 2 Controller. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Dankeschön für die Unterstützung, Leute. Gaxel Maxel, moin. Baba Musik, dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Was? Da stand gerade irgendwas. Herzlichen Glückwunsch. Bin ich jetzt in den Top 100 mit euch oder was? Molly, dankeschön. Ab in die Liste. Und jetzt eskaliert's oder wie? Platz 99 Gaming. Platz 99 Gaming jetzt in TikTok Deutschland oder ganz TikTok? TikTok Deutschland, ne?
Platz 98. Noch 11 Gems bis 97. WTF? Was geht ab? Danke für den Support, Leute. Wirklich, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Jetzt geht's ab. Ja, hier geht's richtig ab. Alter Molly, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Auch an dich. Kurze Frage, auf welcher Höhe findet man das Endportal? Ey, ich glaube, die Höhe vom Endportal variiert. Ich glaube, du musst da eher mit einer Enderperle suchen, ne? Und Kokon, moin, wie geht's? Ich hoffe gut. Dankeschön auch an die ganzen Leute, die auf Twitch reinfolgen, ne? Marcel Brach, Dankeschön für zweimal GG. Liebe geht raus. Und Dankeschön auch an die ganzen Leute auf TikTok, die hier reinfolgen. Michel, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Liebe geht raus. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das so mache, oder? Alter, was hier für Follows gerade reinkommen. Junge, ich krieg das... Das ist viel zu viel. Nächste Reihe. So, direkt lesen jetzt hier. Nils, Mohammed, Molly, Endgame, Lukas. Dankeschön für eure Follows. Jason, dankeschön für 13 mal das Herz. Molly, danke für 6 Rosen. Nixo, dankeschön für den Follow. Dane, dankeschön für den Donut. Wir sind in den Top 80. Dane haut noch ein Eis raus. Dankeschön. Chat, hier ist alles am Eskalieren. Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Das ist komplette Eskalation pur. Raffe, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. Gigamulch, dankeschön auch an dich. Yali, dankeschön für die Rose. Und Supreme, danke für den Teddybär. Und Alex Gerd, moin, dankeschön für deinen Follow auf TikTok. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wenn ihr Sommerferien oder Urlaub habt, hoffe ich, dass ihr einen schönen Urlaub genießt. Oh, ich kann auch direkt zwei reinmachen. Es geht ja viel schneller. Meine Güte. G-Time, der Blitzmerker. Wahrscheinlich haben da schon 10 Leute geschrieben, dass ich das so machen soll. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Einmal abkoppeln, G-Time. Jupp. Karim. BG, der Audi, King Tiger. Dankeschön für eure Follows auf TikTok. Liebe geht raus. Vielen Dank für die Unterstützung. Kuss, Kuss. Okay, 3 ist zu viel. 2. Ist das krank? Guckt's euch an. Junge, 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 die Eskalation. Das wird so eine riesen Höhle. Ich habe noch nie in Minecraft so eine riesige Höhle gebaut. In dem Projekt ist alles möglich. G-Time ist echt ein Macher, bin leider auf Twitch gebannt. Digga, dann setz dich mit den Mods in Verbindung. Die gucken sich das an und wenn du sagst, ey, ich mach wirklich keinen Scheiß mehr, dann geben die dir nochmal eine Chance. Da sind die Mods sehr fair. Wenn die merken, ey, jemand meint das ernst und er will sich auch wirklich benehmen, dann entbannen die auch sofort wieder. Yassin, danke für die Rose. Liebe geht raus. Was baust du da eigentlich? Das hier wird meine Base. Ich will so eine riesen, so einen versunkenen Tempel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich will eine riesen Tempelstadt bauen. So. Ey Leute, danke für die ganzen Rosen. Holy shit, was geht denn hier ab? Felix, danke schön auch an dich für den Support. Es eskaliert gerade komplett hier. Ich glaube, das ist gerade ein Riesenfehler, was ich hier mache, oder? Ist das ein Fehler? Okay, es hat geklappt. Passt.
War kein Fehler. So, jetzt machen wir den Sauger rein. Jetzt saugt der richtig erstmal. Alles einsaugen, was geht. King Duff, dankeschön für die 2 Rosen, mein Lieber. Und für deinen TikTok-Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Welche Verzauberung hat die Hacke? Eigentlich gar keine. Das ist einfach die Elemental-Hacke. Die ist halt so stark, ne? Felix und Nino, dankeschön, ihr beiden. Und Bersi, ich danke dir für deinen Prime-Sub. Kuss, Kuss, Kuss. Liebe geht raus. So, gleich müssen wir wieder eine Kürbisernte machen, Freunde. Okay, alright. Dann haben wir das. Das Stück hier oben lasse ich noch, weil ich werde auch auf der anderen Seite alles noch irgendwann entfernen. Das machen wir vielleicht später mal. Sind ja gut vorangekommen. So, jetzt tun wir das Photon nehmen. Ich glaube, wir tun erstmal noch Steine schnell recyceln. Hutch, dankeschön für den Dino. Liebe geht raus. Boss machen wir später. Ich brauche für den Boss erstmal Heiltränke. Ich habe gar nichts. Was das angeht. Ich glaube, da macht das nicht so viel Sinn ohne Heiltränke. Hodor. So. Zack. Zack, zack, zack. Perfekt. Oh, ich habe vergessen, den Dings zu aktivieren. Moritz, mein Lieber, ich danke dir für den Support. Vielen, vielen Dank für das Herz. Was ist das für ein Server? Das hier ist gerade Minecraft Elements 2. Das Projekt von Spark. Und Inessa, dankeschön für die 22 Herzen. Liebe geht raus. Redste Luke Luca Let's Play. Dankeschön für eure Follows, ihr beiden auf Twitch. Latzmann, moin, wie geht's? Alles gut? Kann man da drauf? Nein, leider nicht. Das ist only für Creator. Das ist ein Creator-Projekt. Simi, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Cooler Stream heute, komm genau richtig für mich, weil ich gerade in meiner Kaktusfarm AFK stehe. Frankie, ich wünsche dir viel Spaß dabei, ne? Und Finito, dankeschön für den geschenkten Sub, Mann. Liebe geht raus. Das ist ja wie ein Hypixel. Ja, das hat so ein bisschen Hypixel-Vibes. Wann bist du eigentlich immer live? Also in der Regel normal meistens 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr. Aber ich mache momentan so einen Marathon-Stream. Nee, es funktioniert nicht, Mr. Arnes, weil der sammelt beim Laufen nicht die Sachen ein und deswegen muss ich immer zurücklaufen. Marcel, du kannst damit so ein Item holen, da kannst du Bosse, Boss beschwören und besiegen und der kann richtig krasse Items droppen. Zack. Und da holen wir die nächsten Sachen hier.
Marcel, dankeschön für deinen TikTok-Follow. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank für den Support. So. Wir können mal gucken, wie viel meine Knochenfarm wieder abgeworfen hat gleich, ne? Die lief ja jetzt auch die ganze Zeit weiter, während ich da oben am Abbauen war. Und der Kelb ist auch wieder gewachsen. Guckt euch das mal an, wie viel hier schon zusammengekommen ist. Ey! Was? Nein! Das ist mein Geheimgang. Man muss hier durch das Kelpbecken hochschwimmen und dann zack kommt man hier zum Herzstück meiner Basis. Hier ist meine riesen Mobfarm. Ich habe da eine geisteskranke Mobfarm gebaut, Leute. Guckt euch das mal an hier. Die Leute auf TikTok, die haben das, glaube ich, noch gar nicht mitgekriegt hier. Guckt euch das mal an. Doppelkiste Knochen. Doppelkiste Knochen. Doppelkiste Knochen. Doppelkiste Knochen. Die geht richtig ab. Das ist meine geisteskranke Mobfarm. Und damit kann ich richtig Level grinden. Ich habe hier eine Maschine und dann mache ich so. Guck mal auf die Level. Wartet, ich mach mal eben. Hey, wo habe ich meinen Magnet hingetan? Ich habe den, glaube ich, in die Kiste geräumt. Kann das sein? Ja, ich brauche den. So. Hochschwimmen. So, für die Leute auf TikTok müssen wir das jetzt zeigen. Die haben das vielleicht noch gar nicht alle gesehen. Hier, zack, jetzt tut er den Kelb komprimieren. Und jetzt kann ich hier, ich könnte jetzt hier AFK die ganze Zeit Level farmen. Ich kann einfach so machen, zack. Oh, ich muss den Sauger noch nehmen. So. Zack, farmt der AFK-Level. Jungs, wieder back. Platz 75 erobern. Rein mit den Points. Ey, Leute, ich danke euch. Das ist jetzt schon ein absolutes Fest, Pascal. Ist ja geisteskrank, was hier für ein Support reinkommt. Krass, ne? Für was nimmst du Chef Strobel? Der saugt die Items an. Guck mal, da hinten ist der Kelb oder das Seegras. Und der Sauger, der saugt die Items zu mir. Damit ich die weiterverwerte. Das ist von Spark of Phoenix, Knaxi. Der hat das gemacht. Was trinkst du da? Kaktuseis. Tum Baumarkt 24, Baconflo, Outuser, Inessa 06, Vasilios und Aerodynam LC. Dankeschön für eure Follows auf Twitch. Und Finito, dankeschön nochmal für den Restart, ne? Gibt's diese Farm auf YouTube? Ey, die ist total einfach gebaut. Du machst 5 Dispenser in eine Reihe, schließt außenrum alles ab, dass kein Wasser rauslaufen kannst, packst unten Kelb rein und an die Dispenser kommt eine Glock und oben kommen Trichter mit Kisten, wo Bone Meal reinkommt. Bam, fertig ist die Kiste. Gee, seit wann bist du mit TikTok auch live? Boah, ich streame auf TikTok jetzt parallel, neben Twitch schon seit 4-5 Monaten. Und auch YouTube. Robbie und JB, dankeschön für eure Follows, ihr beiden, auf TikTok. Genauso auch Bierkapitän. Geiler Name. Geht die auch in Vanilla? Nein, nein. In Vanilla lohnt sie sich gar nicht. Shen Lukas, Jared Lugas, Sophie, Chris, dankeschön für eure TikTok-Follows. Machst du das mit Öfen? Nein, das sind Dispenser.
Was lohnt sich mehr, Kelb oder Kürbis? Also wenn ich Bone Meal habe, lohnt sich auf jeden Fall Kelb. Damit komme ich ja sehr schnell voran, ne? Aber in der Zeit, wo ich das jetzt farme, wächst der Kürbis ja nach. Sammelst du das Kelb oder wird daraus Knochenmehl gemacht? Nö, der sammelt das. So, jetzt kann ich die wieder deaktivieren. Ich bin schon Level 20.000. So, und das können wir auch wieder recyceln, wenn wir wollen. Jetzt nehmen wir erstmal Geschwindigkeit rein, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Wie sieht's hier hinten mit dem Dripstone aus? Geil, der ist auch wieder gewachsen. Boah, guckt euch das mal an. Sauger. Der Sauger muss aktiviert werden. Junge, hier kommt ja richtig was zusammen. Also hier würde sich Trimax, glaube ich, mittlerweile sehr wohl fühlen, wenn er meine Base sieht. Wie heißt das Format? Minecraft Elements 2. Gibt's auch auf YouTube Videos. Ich habe zum Beispiel meine ganzen VODs hochgeladen, wenn ihr den Anfang verpasst habt. Das ist ein sehr geiles Projekt, das findet jedes Jahr im Sommer statt. Jedes Jahr im Sommer findet eine neue Staffel hiervon statt. So. Moin. Sparky. So, Bone Meal, packen wir oben rein. Zack. Oh ja. Da wird auch rausgezogen, Bone Meal. Marvin, dankeschön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus. So. Ich tue erstmal den Kelb in den Recycler hauen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Handel vollzogen kriege. Ah, es ist gerade niemand da, mit dem ich handeln möchte. Obwohl, Fuchsel? Geh heim. Warum ist Sebo in der Gruppe? Ich gehe mal zu Sebo, ja? Ist das da Sebo? Hallo? Moin. Hallo. Hi. Moin, warum ist Sebo die ganze Zeit hier gemutet? Der farmt, der spielt gerade. Der ist aktiv gerade am Spiel. G-Time, wie viele Slots hast du gekauft insgesamt? Wie viel ich hab 2000. Ich hab alles gekauft, was ging. Also mehr geht nicht? Ne, mehr geht nicht. Ich bin so am rein sweaten hier. Wie viel kostet denn, wie viel hat das letzte Ding gekostet? Boah, 14.000, 15.000? Okay. Ey, Pascal, danke für deinen ganzen Support, nee, mein Lieber. Sein. Ich bezahle jetzt für küss dein den Herz. Tausendsten Slot 9.000. In Top 50 sind wir schon. Nick, danke für die Rose. Ey, ihr habt ja diesen Boss-Trank, ne? Kann ich da irgendwie mit einem von euch handeln? Ja, klar. 3.000 Level kostet er jetzt aber. 3000! Ja, 3000 Level krass. Und dafür hast du aber nicht 10% mehr Chance für eine zweite Kiste, sondern 30% mehr Chance. Ach du Scheiße! Ja, klar, Sparko Phoenix zieht die Preise an! Ja, aber überleg mal, das ist halt auch logisch. Wenn du halt dann irgendwann so 2000 Slots hast wie du, dann machst du halt auch schnell Level. Wie viele Level machst du, G-Tan? Ich bin jetzt bei 20.000, das geht schon mit der Zeit, also das geht immer höher. Ja, bei mir ist halt das Problem,
Ich bin halt auch noch super langsam, weil mein Photon auch ankommen ist. Und mit meinem Insta-Mine, was ich jetzt mittlerweile selber habe, habe ich halt super viele Durststrecken zwischen den Kürbissen, wenn du weißt, wie ich das meine. Wo halt nichts ist. Und entweder ich mache mein Photon noch eins schneller oder zwei. Oder ich brauche halt mehr Slots. Das ist mein Bottleneck gerade. Aber bei dir müsste es auch ein Bottleneck geben. Oder kannst du durchrennen mit deinem epischen Photon? Wie meinst du das durchrennen? Also kannst du durchgehend durch deine Farm rennen und immer mal wieder was abernten? Nein. Die wachsen nicht so schnell nach, wie ich abernte. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht alle Slots verbaut. Und Basti Zockt wird bei mir auch hier Slots verbauen. Ich bereite alles vor, um den heute zu pushen, damit der 2000 Slots machen kann. Geil. Und dann habe ich 4000 Kürbisse. Das ist crazy. Ja, Fuchsel, das ist geisteskrank, ne? Das ist echt heftig. Ich bin auch ein Psychopath. Bisschen schon. Wie findest du das, dass ich ein Psychopath bin? Wie stolz du das sagst. Findest du das gut, dass du einer bist? Ja, natürlich. Ich werde heute bei Wichtiger und Fabu sprengen. Oh mein Gott, ja, ich schenke dir T-Time. T-Time. Schwarzmarkt ist jetzt somit eröffnet. Du kannst illegale Aktivitäten, werden belohnt durch mich. Sprengen Fabus und Wichtigers Farm und ich kaufe dir unendliche Reichtümer. Da brauchst du mir nicht mal was kaufen, das kriegen die so oder so ab, weil Fabo hat gestern die ganze Zeit meine Kürbisse geerntet. Ich stehe hier AFK und der hat sich richtig Kürbisse reingesaugt. Und alleine, weil er mein AFK-Stehen ausgenutzt hat, ohne zu fragen vorher, muss gesprengt werden. Respekt muss sich verdient werden. So, und die müssen sehen, ich bin jemand, mir ist das egal, was ich verliere. Die können bei mir sprengen, wie die wollen. Mir reicht das schon, dass ich deren Farm sprengen werde. Aber Fabo hat gesagt, ich soll das machen, wenn Wichtiger da ist, um den Meer zu brechen. Ja, gut. Genau, das wollte ich noch sagen. Und Waffenlieferung. Ich bin dein Waffenzulieferer. Ey, ich habe die größte Mob-Farm ever. Ich weiß, wie viel Gunpowder ich gehortet habe off-stream. Ich mach das halt nicht on-stream. Dann hol ich dir Sand, weil ich habe Level 82 Mining. Das ich sag mal so, ich habe irgendwo ein Riesenlager mit ganz viel Gunpowder. Also ich rede jetzt nicht von einer Doppelkiste Gunpowder, ich rede jetzt von 20 Doppelkisten. Ja, Alter, das... ihr wisst nicht mehr, wer hier im Projekt drin ist. Ich bin bekannt dafür. Craft Attack 3 und 4. Okay, gut, dann hol ich dir. Dann guck mal, ich krieg ja unfassbar, ich krieg ja in 3-4 Sekunden krieg ich einen Stack Kobbel. Das heißt, das sind dann, wie viel Sand sind das? Das sind 8 Sand, glaube ich. Ich hole dir auch Sand. Ich habe das alles vorbereitet, Tian. Echt, du hast Sand vorbereitet, um... Ich habe alles... Ey, Digga, das Erste, was man macht, wenn man in ein Minecraft-YouTuber-Projekt geht, ist eine ganze Doppelkiste mindestens TNT-Blöcke haben. Damit, wenn irgendeiner dich abfuckt, gehst du hin und kannst dein ganzes... Du kannst dein ganzes Leben wegsprengen. Ich hab ein bisschen Angst. Am Ende zählt einfach in einem Projekt, wie viel du sprengen kannst. Kalter Krieg. So gesehen. Fabo und Wichtiger werden sehen. Ich hab das Fabo gestern geschrieben. Ich hab gesagt, du weißt nicht, was du losgetreten hast. Ich hab geschrieben, ich bin ein Psychopath. Ich bin geisteskrank. Er hat gelacht. Er hat einfach gelacht. Geil. Der Curry Bauer, mir reichen 2 Duper. Was ist das? Das sind diese Teile, die sich vorwärts bewegen und TNT dupen. Und dann fliegen die hin und her. Das ist so ein Krater. Ja, genau, womit du so riesen Höhlen ausheben kannst. Okay. Ich bin ziemlich froh, dass ich doch nicht ins Down reingegangen bin. Fuchsel, du willst unbedingt in Craft Attack dabei sein. Das ist Craft Attack. Das hat Craft Attack immer ausgemacht. Da wurde gesprengt wie sonst was. Soll ich in Craft Attack reinkommen? Ich will dich nicht als Feind haben, bitte. Craft Attack ist wegen Trolls groß geworden. Das stimmt. Ich bin dann dein Minion. Ich helfe dir dann einfach. Das kann gut sein, ne? Dass das durch die Trolls hoch geworden ist. Kann man mitspielen, ja, G-Time leider nicht. Das ist das Projekt von Spark of Phoenix.
Spark of Phoenix darf auch nicht im Spectator-Mode hier alles absuchen. Meine geheimen Vorräte müssen geheim bleiben. Kann mir jemand noch Eisen geben irgendwie? Hat jemand Eisen zum Traden oder so? Ey, ich hab so viel Eisen. Okay, kannst du mir 2 Amboss, also 61 Eisen geben? Ich kann dich mit Eisen zuscheißen, wenn du willst. Okay, bitte scheiß mich zu, G-Time. Bitte scheiß mich ohne Eisen zu. Was zum... So. Ey, ich hab gar keine Verzauberung drauf, Leute. Die Sachen sind einfach von Haus aus hier so OP. Okay, ich kauf ganz viel Iron. Der kriegt, bis ich 10.000 Level nur noch hab. Dann komm ich zu dir, G-Time. Alright. Ich mach 2 Stacks draus, komm. Ey, danke schön an die ganzen Leute auf TikTok für den Support, ne? Vielen, vielen Dank, Leute. Auch Dankeschön für die ganzen Follows und so, die hier reinkommen. Teufeline, Kelly Kids. Dankeschön. So, Sauger wieder nehmen. Wir holen jetzt wieder Level direkt. Obwohl, ich muss, glaube ich, gar nicht zu dir, G. Ich komme vielleicht nochmal zum späteren Zeitpunkt. Hast du gerade G genannt? Ja. Hä, wieso musst du nicht zu mir? Ja, aber ich habe jetzt 4 Ambosse und ich muss so um die 200... Ey, Digga, ich sag's dir, ich habe gerade haufenweise Eisen für dich geholt und jetzt sagst du ja, wieder, okay, ich brech den Deal ab, ich raste bald aus, Tian. Okay. Du sagst immer, ich komm und dann mache ich bereite alles vor und dann brichst du die Deals ab. Was ist das denn? Du hast gesagt, du hast hier was ready. Ich komm zu dir. Ich hab's falsch verstanden vielleicht. Ich dachte, du hast irgendwie ganz viele Eisen ready bei dir. Ich bin bei dir. Ist das Eisen oben? Die nächste Base ist an deine, ne? Nein. Ich bin gerade an meiner Kelpfarm, ich komm jetzt. Die armen kleinen Fischis. So. Das sind... Oh. Wie viel Eisen? Was willst du dafür? Ja, ich würde sagen, also ich habe immer Interesse an Boss-Tränken von euch, ne? Ja, wie viel Level waren das hier? So mal 10.000. Du hast jetzt 10.000 Schulden gemacht. Ich habe 10.000. Okay, dann kriegst du von mir 3 Boss-Früchte und wenn du möchtest, irgendwelche XP-Früchte im Wert von, also 2 Stück noch. Dazu. Das sind 10. Also am liebsten wären mir 3 Boss-Tränke, ja. Okay, mach ich dir. Aber dauert noch, weil jetzt gerade muss ich meine Slots erstmal farmen. Deine Mods haben doch so ein Dokument, hat mir jemand getragen. Ja, das Schuldendokument. Ja, da stehe ich jetzt wieder drauf. Ist okay. Wahrscheinlich auf Platz 1 stehst du. Ohne Scheiß. Nein. Ich habe meine Schulden beglichen mit G. Ich bin komplett fein raus aus der Sache gewesen bis eben. Brauchst du sonst noch was? Nee, erstmal nicht. Das ist so viel Eisen. Erstmal nicht. Lenny, danke schön für die Rose. Yoshi, Maui und Hellbuddy, danke schön für eure Follows. Ey, Leute, hier im TikTok-Chat, ne? Die Leute, die reinkommen und die ganze Zeit beleidigen, einfach ignorieren. Die Mods timeouten, die bannen die weg oder so. Ich gehe da auch gar nicht drauf ein. Einfach gar nicht drauf eingehen. Die werdet ihr immer haben. Das Beste, was ihr machen könnt, ist die einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Wir machen einfach unser Ding. Fertig, aus. Ali, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. Don G, alle haben Schulden bei ihm. Ja, also einige sind hier schon sehr verschuldet bei mir. Sind kurz vor den 100.000 Likes. What? Okay. Krass. Ey, dickes Dankeschön an alle, die da so unterstützen, hier auf TikTok, ne?
auch an die ganzen Leute, die hier Diamanten raushauen ohne Ende, dass wir überhaupt in die Top 100 gekommen sind. Das ist schon geisteskrank. Das ist wirklich crazy. Top 100. Das ist ein geiles Lied. So, jetzt tun wir erstmal Kelp ernten noch, schnell. Zack, zack, zack. Alles einmal hier gerade machen, so. Guck mal, haben wir schon wieder 10.000 Level, ne? Bam, bam, bam. Und zack. Nächstes Ziel, 150.000 Likes. Ihr seid einfach zu krass, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, jetzt muss man einmal hochschwimmen. Oder hat er alles eingesaugt? Ich glaube, der hat alles eingesaugt, ne? So, jetzt können wir wieder Kürbis ernten. Das ist richtig geil. Wenn ich die eine Sache mache, wird die andere in der Zeit wieder fertig. Road zu Platz 50 Gaming. Da kommt man aber nur mit Diamanten hin, ne? Also Likes beeinflussen das nicht, oder? Molly, dankeschön für noch einen Controller. Vielen, vielen Dank. Molly ist hier richtig am reinpushen. Dankeschön, Molly. Nur Diamanten bringen uns in der Top-Liste weiter, okay. Oh, die Level, das geht schon wieder schön ab hier. Zack. So, und hier oben geht's weiter. Alles klar, Schatz. Der Server ist von Spark. Spark hat das Projekt gemacht. Minecraft Elements 2. King Tiger. Dankeschön für 7-mal das Nilpferd. Ey, der sieht ja aus wie ich. Alter, TikTok hat einfach ein Emote von mir drinne, von meinem echten Gesicht. Ich bin einfach das Nilpferd hier. Das ist nur für Streamer und Content Creator, Damon. Mit Zuschauern würde das niemals funktionieren. Die würden alles griefen. Geil, ich wusste es. Dann gleich verklagen. King, dankeschön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus. Zack, zack, zack. Schön die Kürbisse einsammeln hier. Bop, bop. Yannick, dankeschön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus. Ich danke dir für den Support, mein Bester. Ich hoffe, alles ist gut. Und Sandro, Alter, 130 Rosen. Vielen, vielen Dank, Sandro. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Danke für die Unterstützung. Alex, Sandro, Lulu, Nils, Messi, dankeschön für eure TikTok-Follows. Schön, dass ihr auch mit am Start seid. Liebe geht raus.
Oh, Jan, ey, keine Ahnung. Ragnarok habe ich nicht mehr so viel gespielt. Ich habe da immer unterm Wasserfall gebaut. In diesem Highland-Gebiet. Ich muss mir, glaube ich, auch mal neue Kelp-Slots holen, damit ich das Feld wieder nachbestücken kann. Platz 72, 48 Gems entfernt. So, jetzt gucken wir mal. Kelp-Slots. Oh, 5000 Level. Okay, da hole ich nicht noch mehr. Afa, Albe, James und Sebi, Dankeschön auch an euch, ne, für die TikTok-Follows. Liebe geht raus. Danke, danke. Oh, hier sind noch ein paar Lücken. Die müssen wir mal füllen. Zack. Passt. So, zack. Das kommt noch rein hier. Der auch. Oh, Junge, wie viel komprimierte Kürbisse ich jetzt habe, ne? Da kann ich sehr oft das Boss-Item holen. Das machen wir mal. Den Boss würde ich nämlich ganz gerne abfarmen, wenn ich ehrlich bin. Alleine schon für Lebensfrüchte. Ey, mach das, Pascal, ne? Vielen Dank für den ganzen Support, mein Lieber. Hier ist der Trader. So, und dann holen wir jetzt ganz viel von diesem Kuchen. Der braucht immer... Ah, 2 Stacks komprimierten Kürbis. Oha, da kann ich den Boss erst 7 Mal mitmachen. Ja, mit der Mana-Regeneration braucht man mehr... braucht man sehr viele Lebensfrüchte, um sein Leben wieder aufzufüllen. Ja, die kann ich auch angeln, ne? Die Lebensfrüchte. Ich habe noch gar nicht die neue Angel getestet. Zum Angeln so. Sebo! Einfach mal fragen, ob der da ist. Der ist gerade nicht am Stissel, ne? Oh, Blizzor ist da. Guten Batzen. So, dann gehen wir mal zu Blizzor. Hallo. Moin. Ja. Blizzor, klar, ich brauche einen guten Batzen Heal-Tränke. Einen richtig guten Batzen, okay. Ja. Was kann ich hier Gutes tun? Ich weiß es nicht. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, was ich handeln soll. Ey, ich habe so Potions, die geben Verteidigung. Oh, stimmt, die gibt's ja jetzt, gell? Aber die bringt beim aktuellen Boss dann noch nichts. Nee, dann... Bringen die nichts? Hä? 20% Schadensresistenz geben die. Ja, das Problem ist, der hat eine Fähigkeit, mit der er alle Tränke nichtig macht. Oh. Oder nicht alle Tränke, sondern alle Effekte, die du hast. Ha, okay, okay, okay. Das wusste ich nicht. Ja, deswegen, also es wird sich bei dem Boss davor lohnen. Ich glaube, wahrscheinlich beim danach wird es auch wieder relevant, aber gerade brauche ich es nicht. Ansonsten habe ich noch Level-Tränke. Glaubst du, du kannst mit Sebo vielleicht wieder ein bisschen handeln oder so?
Mit Sebo, was brauchst du denn? Bücher. Ich glaube, es wäre ganz geil, wenn ich meine Angel, wenn ich die voll ausstatten könnte. Meinst du mit Lure? Ja, ich weiß nicht, was es noch so gibt bei Angeln. Ich glaube, nur Lure ist, glaube ich, wichtig für die Elementangel. Das brauche ich selber. Das kann ich dann gucken, dass ich regel, dass ich für dich auch Bücher mit besorge. Das wäre cool, ja. Wie viele Tränke brauchst du denn? Boah, ey, ich würde jetzt so viel nehmen, wie du mir geben kannst. Okay, ich werde ja eh den ganzen Tag da sein, so. Also, denke ich mal. Dann machen wir es so, dass ich dir erstmal 80 Stück gebe, oder? Okay, damit komme ich klar. Denke ich mir. Okay. Dann machen wir das so. Hast du schon den Boss gemacht, den neuen? Ja. Ist der sehr schwer? Ich finde, aber ich muss sagen, ich habe den davor nicht gemacht. Ich finde nicht, dass der sehr schwer ist, nur du musst halt ab und zu dir mal ein paar Tränke reinbuttern, weil der kann dir mit einem Schlag halt 3,5 Herzen ziehen, waren es, glaube ich. Was bedeutet, wenn du Pech hast und sein Random-Wert schlecht ist, dann macht er dir halt einen Doppeleffekt und du bist direkt tot. Deswegen, eigentlich, wenn du immer direkt einen Heal reinwirfst, sobald er dir Schaden macht, ist der easy machbar. Okay, ja, dann guck ich also mal. Ich hab den immer zu zweit gemacht, aber ich glaube, selbst alleine sollte gehen. Okay, alles klar, probier ich aus, danke. Ja, klar, gerne. So, ich muss aber auch noch an Lebensfrüchte dann kommen, Leute, ne? Dafür muss ich 50.000 Kürbis abgebaut haben. Dann kann ich auf 6 Dings kommen. Oh, das ist echt gerade ein bisschen kritisch mit diesen Lebensfrüchten, ne? Dankeschön für die Follows auf TikTok, Leute. Und natürlich auch auf Twitch. Danke, danke. Alleine ist der machbar. Ich überlege, ob ich die angeln soll oder ob ich, Also ich würde jetzt erstmal meine Level lieber dann in Potions oder so investieren, bevor wir die einfach verschwenden, wenn ich sterbe, ne? Ich habe jetzt ein paar Mal den Steinhauttrank geholt. Besser als gar nichts. So. Zack. Junge Memes, wie toxisch bist du? Was ist los bei dir? Warum bist du so toxisch unterwegs? WTF? Mal ein bisschen chilliger sein, Kollege. So. Okay, wir haben jetzt Heiltränke. Bam, bam. Dann nehmen wir das noch mit. Zack. So. Der macht nur Vanillatränke weg, okay? Das kann sein. Ich teste jetzt einfach mal aus. Wir testen es einfach mal aus. Ich werde den Boss jetzt versuchen. Kann man die nicht in der Offhand trinken? Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ah. Ich muss sie in der Mainhand haben zum Trinken, okay. Ja, der hat den, glaube ich, weggehauen, den Trank.
Wait, warte mal, wie ist das eigentlich? Ich will mal was testen. Ich weiß nicht, ob Spark das bedacht hat. Ach, warte, nee, das geht ja gar nicht. Okay, doch. Okay, deswegen kann man die Sachen nur in der Offhand halten. Okay, das wäre nämlich sehr OP, glaube ich. Okay. Was ist das denn? Schneelawine? Diese Schneelawine ist ja geisteskrank nervig. Ich habe ihn besiegt. Toll. Schneeblock bekommen. Ist das bodenlos. Junge, der hält aber auch geisteskrank was aus, ne? Also bei dem muss man ja Tränke reinballern wie sonst was. Der Schneemann. Knapp 30 Tränke. Ja, ich bräuchte jetzt so eine große Menge, wollte ich eigentlich versuchen zu holen. Aber das ist halt... Der frisst die Tränke ja wie sonst was. Was ein Riesenproblem ist, Spark, was mir auffällt, ist halt immer, die Leute haben immer wieder irgendwie, dass sie sagen, ja, ich brauche nichts von dir, ne? Ich wollte gerade Blizzard die Steinhauttränke anbieten für Heiltränke, damit ich einen großen Batzen traden kann. Und dann sagt er, ja, brauche ich nicht, weil der Schneemann cleart die Effekte. Mit Crit ist der viel einfacher. Kann man denn bei dem stehen bleiben? Fabo hat aber auch 7 Herzen. Ja, okay, das macht natürlich einen Unterschied, ne? Das ist das Problem.
kann mal gucken, ich habe noch nie mit dieser Elemental-Route geangelt, die ich hier habe. Oh, warte mal, wo ist die? Hab ich die in meiner Kiste oder wo hab ich die hingetan? In der einen Ender-Chest, ja, aber die ist unidentifiziert. Das war die, kaputt ist. In der Ender-Chest habe ich die drin. Okay, gucken wir mal. Platz 72 Gaming. Alter, dankeschön, Leute. So, gucken wir mal. Ja, auf der bräuchte ich jetzt eigentlich Lure drauf, ne? Auf der Angel. Kannst ruhig mit dem kuscheln, da macht er nicht mehr Damage, okay? Ey, irgendwie kommt bei der Angel gar nichts, ne? Ey, da muss ich Köder drauf machen. Vorher kannst du das ja knicken. Das ist ja crazy. Hab ein Trauma vom Angeln durch Basti. Warum, Inessa? Das hier ist gerade Vanilla. Taktik, Fuchs. Und Sandro, ich danke dir für deinen Twitch-Sub, mein Lieber, ne? Vielen, vielen Dank. Luck of the Sea gibt's ja auch noch. Macht das überhaupt was aus? War richtig so. Easy. Sau nice. Oh, eine Template bekommen. Mist. Schade.
Listel, machst du dich psychisch nicht selbst schon fertig dadurch, dass du auf TikTok unterwegs bist und die ganze Zeit nur so toxisches Gedankengut verbreitest? Oh, da hat er den Double Kick rausgehauen. Okay, ich warte, bis Spark den noch ein bisschen genervt hat. Dann spare ich mir Heiltränke ein, weil das sind schon sehr viele, finde ich. Da muss ich erstmal einen großen Batzen traden dann noch. Und ich muss mehr Kürbisse haben. Vorname, Dankeschön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus. Dankeschön. So. Muss Kohle drehen. Dankeschön für den Prime. Liebe geht raus. Vielen Dank für deinen Support. Und Bene, dankeschön für die zwei Rosen. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Den Prime für das Bossglück, sag ich. Ja, hoffen wir mal, ne? Ich muss jetzt erstmal auf jeden Fall gucken, dass ich dann Kürbisse zusammenkriege. Der ist natürlich ein bisschen farmintensiver, weil man immer zwei Stacks braucht für einmal Bots machen. Aber kriegen wir hin. Easy going. Wie lange geht das Projekt? Boah, ich weiß gar nicht jetzt. Noch 4 Wochen circa wird's gehen. Ne, bis jetzt habe ich leider noch nicht den neuen Drop vom Boss. Die packe ich mal so lange hier rein. So, zack, zack. Okay. Ja, das kann ich schlecht machen, Oliver, mit dem Boss, mit dem Kiten und so, weil ich habe zu wenig Herzen. Ich muss gucken, dass ich auf mehr Herzen komme erstmal. Da kann ich auch mehr die Suppe nutzen. Jan, man versucht halt immer diese Bosse zu besiegen, um die Items zu kriegen. Und du musst dafür halt immer gewisse Sachen ergrinden, um die machen zu können, die Bosse. Wie gesagt, muss Kohle drehen, das wird wahrscheinlich nicht kommen, ne? Das hat ja Spark schon gesagt. Alles klar, ey Pascal, ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Schicht. Ich bedanke mich erstmal für deinen ganzen Support, der heute reinkam, ne? Und vielleicht hört und sieht man sich ja später oder so, ne? So. Bam.
Okay, das haben wir alles. Das kann ich erstmal so lange hier reinpacken. Zack. So, die packe ich mir erstmal so. Die kann ich dann gleich nochmal schnell nachfüllen. So. Dann holen wir jetzt erstmal ein paar Level wieder. Inter, Bandit und The Real. Dankeschön für eure TikTok-Follows, ihr drei. Schön, dass ihr mit am Start seid. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Mikrowelle und reiner Zufall. Dankeschön, ihr beiden. Was spielt er? Minecraft Elements 2, Hannes. Bin ich gerade am Zocken. German Clasher. Ich bin so, wie es jetzt ist, zufrieden mit der Maschine. Und Steel Gamer. Dankeschön. Für das Herz. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Herz. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Steel Gamer. The Real, dankeschön für die Rose und Links, dankeschön auch an dich für das Herz. Dankeschön, ihr beiden. Wie kann man das spielen? Gar nicht, das ist ein Projekt von Spark. Und dankeschön an die Leute, die auf Twitch hier auch Follows raushauen, ne? Was ist das oben für eine Leiste? Das ist das gemeinsame Ziel von der Gruppe. Wenn wir das freischalten, kommt der nächste Content. Bei so einem Wetter zocke geht's. Nils, du bist gerade selber auf TikTok unterwegs bei so einem Wetter und schreibst Sachen in den Chat. Und das nicht mal gut. Joa, ich hab das aber immer drinne, Spark. Piepe, dankeschön für die Rose. Kannst du die Collection zeigen? Kann ich gleich mal reingucken. Ich fänd's geil, Spark, wenn es einen Schwarzmarkt gäbe im Spiel. Wo man einfach hingehen kann und zum doppelten Preis die Items kaufen kann. So, dass wenn irgendeiner hier Fitner macht und miese und nicht online kommt, kann man einfach für einen doppelten Preis die Sachen kaufen. Von den anderen Welten. Oder von mir aus auch dreifachen Preis. Die Farm gibt echt viel XP, ja? Alter Sandro, ich seh's, du hast schon wieder 130 Rosen rausgehauen, mein Bester. Dankeschön für den Support. Ey, Spark, ich sag so, wie es ist, ne? Ich geb den Leuten, ich habe denen so viel auf Pump gegeben und jedes Mal, wenn ich zu denen gehe und dann frage, ob die mir was geben können, dann muss ich noch mit denen traden, wo ich mir denke, ey, ich habe denen so viel auf Pump gegeben. Das kann doch nicht sein, dass ich jemanden 10.000 Level investiere
Und dann will ich einmal was von dem und er fragt, ob ich, was ich ihm dafür gebe. Ey, da werde ich so fitner machen in Zukunft. Aber ich habe auch keinen Bock, das Projekt zu versauen. Aber das ist so, dann würde ich schon gar nicht mehr mit den traden wollen. Das ist geisteskrank. Bärmännchen, moin! Kann man die Glocke nicht schneller machen? Doch, aber ich habe keine Lust, hier manuell zu klicken. Ich will das ganz entspannt machen. Ich habe keinen Stress, Noel. Milo, wie geht's? Gut soweit und selbst? Ne, Juiro, ich denke nicht. Moin, Dr. Klokopf. Nee, ich habe kein Tutorial von der Farm auf meinem Kanal. Jiro einfach ignorieren. Die Mods bannen die Leute immer raus, wenn die hier in den Stream kommen und sowas schreiben. Die Ansage, moin! Wie geht's dir denn? Alles gut? Das sind ja pro Stunde locker 5000 Level. Da machst du mehr. Der macht in einer Minute 500 Level. Das sind alle 10 Minuten 5000 Level. Wenn ich hier dran stehe. Also in einer Stunde machst du hier locker 30.000 Level, wenn du genügend Bone Meal hast. Kevin, das ist nicht der Open End Livestream. Das ist einfach ein Spontan-Marathon. Den habe ich zu Elements 2 gestartet. Moin, Joyful, mein Bester. Alles gut? Alles bestens und selbst alles bestens. Slingy, dankeschön für den TikTok-Follow. Also Minecraft Vanilla macht die Farm, die ich gerade habe, keinen Sinn. Weil da gibt ja Kelp, wenn du den abbaust, keine Level, ne? Reptilize, moin! Alles gut? Allround-Zocker, moin, wie geht's? Nee, ist kein Hypixel Skyblock. Das ist Minecraft Elements 2. Das hat Spark gemacht. Mhm.
The Real, ich hab dich runtergenommen von der Liste. Hi, dankeschön für den Follow. Auf TikTok natürlich. Könnten Spieler nicht einen eigenen Shop aufmachen, wo die dann die Dimension-Shop-Items verkaufen? Das Problem ist, du kannst halt nicht die Items rausnehmen und denen Level dafür geben oder so, weißt du? Froschi, das geht nicht. Moin Marlon, kann man das auch selber spielen? Leider nicht. Ja, Jasmin. In dem Projekt funktioniert das so. Moin, Leo. Alles gut? Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch allen geht's gut, Leute. Denkt vor allen Dingen dran, heute genug zu trinken. Heute wird's sehr warm und morgen auch. Ne? Chris, dankeschön für den Follow. Das ist Only Java Edition. Danke. Somnium, das macht glaube ich wenig Sinn, weil das ist in dem Projekt so. In Vanilla bringt die dir keine Level. Hab jetzt schon 27 Grad im Wohnzimmer. Eieiei, Schrecki. Okocha, Dommaxe und Barbrot. Dankeschön, ihr drei. Worauf zockst du, Bro? Worauf ich zocke? Also, ich würde jetzt sagen, dadurch, dass man im Hintergrund einen PC sieht, hier, würde ich einfach mal schätzen, dass ich auf dem PC zocke. Kevin, Leo, Atrax, dankeschön ihr drei für eure Follows. Wie geht's? Gut soweit, Atrax. Was ist das denn für ein XP-Glitch? Das ist kein XP-Glitch. Hört auf zu sagen, ich glitche oder cheate. So spielt man das. Sternhagel voll. Dankeschön. Für 15 Monate. Liebe geht raus. Warum hast du ein halbes Herz Damage? Weil du musst hier, also du hast am Anfang nur 3 Herzen gehabt. Nochi. Und du musst hier extra Herzen quasi erspielen. Nee, APW, die Level sind eine Währung. Damit kannst du Sachen kaufen. Max Braun, moin, was geht ab? Gerade ein bisschen Minecraft Elements 2 Action. Bei uns wird es heute nur 23 Grad. Eieiei. Dann sei froh, Hunja.
Soll nicht respektlos klingen oder so, aber ist das nicht langweilig, die ganze Zeit sowas zu machen? Nö, mir macht das Spaß. Wenn das langweilig wäre, dann würde ich es auf gar keinen Fall spielen. So, mal gucken, wie viel ist hier noch drin. Alter, ist ja noch geisteskrank viel Bone Meal am Start. Und ich habe schon sehr viel Kelp gemacht. Ich könnte mal gucken, wie weit die Kürbisse unten gewachsen sind in der Zeit jetzt. Okay, wir müssen den Compactor anmachen hierfür. Das lohnt sich. Zack. Trimax spielt das auch, ja? Farming Level 44, nice. Zack, alles einsammeln. Da bekommt man richtig Skyblock-Flashbacks von damals, ja. Zack, zack, zack. Alles einsammeln. Und zack. So.
Sehr schön. Das ist auf jeden Fall schon wieder ein Boss-Item, um einen Boss zu beschwören. Den Rest können wir jetzt schon mal in den Recycler davon hauen. Das Boss-Item packe ich schon mal hier hin. Bin jetzt auch schon wieder fast bei 12.000 Level. Das geht so schnell. Sehr geil. So, zack, in die Hub. Und dann tun wir das jetzt erstmal schnell verkaufen hier. Oder besser gesagt den Recycler. Bop, 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 bop. Und zack. Haben wir nochmal ein paar Level rausgeholt mit, ne? So, dann gehe ich jetzt nochmal oben an die Kelpfarm. Dann werde ich gleich kurz meine Gemüsebowl essen. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Level mache. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt als nächstes ein Tool upgraden soll. Oh, wir müssen noch Dings machen. So. Und fahren wir jetzt hier kurz noch nebenbei. Machen wir mal so hier, zack. Ey, ist auf YouTube eigentlich die Cam jetzt instant raus? Johannes. Ihr seid hier auf Twitch nicht gemeint. Geil. Oh, lecker. Schön Tomate, Gurke, Kidneybohnen. Wie steht ihr zu Kidneybohnen, Chat? Lit oder Shit? Das sind diese roten Bohnen, falls die jemand nicht kennt. Oh! Baust du schräg, ja. Sorry. Und was mit Gurke? Auch lit? Was? Gurke ist voll geil. Ich persönlich finde, es gibt nichts Geileres als so eine Gurke und dann machst du ein bisschen Salz drauf. Ich muss aber auch zugeben, ich bin auch ein Tomatenfan. Gurke mit Salz, Pfeffer.
Nam, nam, nam. Das läuft hier. Alter, du bist ja immer noch am Zocken. Hab dich erst um 11 gesehen, jetzt ist 14 Uhr. Ja und? Was ist daran das Problem? Müssen wir mal schauen, Patrick, wie ich das hinkriege. Da will ich jetzt noch nichts versprechen. Bärmännchen finde ich sehr geil. Die ist mit Vanille. Ich glaube, Blaubeer-Vanille war die. Mm. Ich glaube, du komprimierst noch Kürbis. Nee. Das sieht man unten rechts. Da geht immer mehr Kelb dazu mit der Zeit. Ja, Pascal, ich bin meine Bowl am Essen. Ich habe eine richtig geile Gemüsebowl mit Kidneybohnen, Tomaten, Gurken. Lass dir schmecken. Dankeschön. Danke, danke. Ich bin jetzt auf der Arbeit. Oh, okay. Dann wünsche ich dir eine angenehme Schicht, Pascal, ne? Hm. Jetzt ist die Musik wieder weg hier. Was ist das denn heute? Dann gucken wir mal abkoppeln, G-Time. Jo. Dann gucken wir mal, ob das jetzt läuft hier mit dem Player. Nochi, dankeschön. Für die 100 Bits. Ja, jetzt geht's wieder. Mhm. So. Boah. Ey, so viel Gemüse, ne? Das stoppt richtig. Patrick, mein Lieber, danke für den Prime.
Damian, Dankeschön für die 4 Rosen. Ich bin satt. Die Gemüsebowl, ey. Ich bring kurz die Schüssel in die Küche und dann geht's weiter. Leute, ich bin wieder da. Jetzt geht's weiter im Geschehen. Heute ist richtig warm, ey. Oh, nichts falsch abbauen hier. So. Tun wir noch das in den Recycler schnell knallen. G-Time, den goldenen Kaktus, ich liebe ihn. Mods müssen einmal notieren. Nochi, Dankeschön für die 500 Bits, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Zack, zack, zack. So, haben wir 17.180 Level. Moin Saskia, alles gut bei dir? Ja, nice Pascal. Einmal abkoppeln, G-Time. Jo. Nochi, Dankeschön für nochmal 100 Bits. Vielen, vielen Dank, Mann. Und Patrick, Dankeschön, ne, für den Prime. So, wait. Ich wollte eigentlich mal gucken. Ah, ich muss die Spitzhacke erstmal holen. Weil Basti kann dann nämlich hier oben die Kürbisse von sich noch anpflanzen nach und nach. Da kann ich ja schon mal die Bahn vorbereiten, theoretisch, ne? Alles super und selbst alles bestens. Danke, danke. So. Okay, können wir eigentlich so machen, ne? Ich würde sogar sagen, oh. Ich gehe jetzt hier drauf. Das müsste doch eigentlich gehen. Ja, dann bauen wir das erstmal noch hier in Ruhe schnell ab. Das ist von Spark gemacht hier, ja. So. Thank you.
Eieiei. Draußen finden wieder Gartenarbeiten statt, Leute. Oder da wird jemand zerstückelt. Justin, ey, moin. Ich hab's gestern gesehen. Du hast, glaube ich, noch hier im Offline-Stream hast du noch 5 Subs rausgehauen, ne? Kann das sein? Nochi, dankeschön für die 10 Bits, mein Lieber, ne? Und Noah, dankeschön für die Rosen. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. So. Ja, dankeschön, Justin, Mann. Vielen Dank für den Support. So. Jetzt müssen wir erstmal hier Dirt wieder hinmachen. Wie wär's mit einem NPC-Stream auf TikTok? Nein, sowas mache ich nicht. Das ist richtig dumm. Justin, dankeschön für die 10 Euro Doni, mein Lieber. Vielen Dank, Mann. Moin, Tim. Gut soweit. Und selbst? Ich glaube, der neue Trend ist auch, dass die Leute eher bei TikTok streamen, dass sie schlafen beim Zocken. Oder ist das noch aktuell, Leute? Hier an den TikTok-Chat. Oder was ist jetzt der Trend, um die Zuschauer anzulocken? Ich habe gesehen, eine Zeit lang haben die immer so an den PC gehangen, haben so getan, als wenn die schlafen. Und haben einfach so Gameplay laufen lassen. Steven, dankeschön für den Follow auf TikTok. Liebe geht raus. Talahorn, was ist das denn? Was denn Talahorn? Ist das so rechten Gelaber, so ein dummer Trend auf TikTok? Was ist das denn, Skill for Legends? In der Tankstelle so NPCs beim Einkaufen, eieiei. Nein, ist nichts Rechtes. Für dich zur Liebe solltest du eher nicht fragen. Ich glaube, dass dieser HXD ganz weirde Sachen schreibt. Ich bann den mal zur Sicherheit. Silve, was? Dass ich dir nicht Hallo? Die Info von dem einen Item vorgelesen habe. Und da gab es die eine Hälfte. Die Digga, eine Hälfte. Ja, so yeah, die eine Hälfte ist jetzt sauer auf dich, weil du so ungeduldig bist, dass du einfach die ganze Zeit so direkt losquengelst. Und die andere Hälfte ist sauer auf mich, weil ich die Info nicht direkt rausgegeben habe. Während ich währenddessen von Space verfolgt wurde, der mich killen wollte. Nora, dankeschön für die Melone. Liebe geht raus.
Ist egal, mach nichts raus, Blizzard. Wir werden beide gehatet. G-Time. Was? Frage. Ich ach du Scheiße, jetzt, Monkey. So ein VOD-Channel. Krass. Warte, G-Time, hallo? Ja. Okay. Ich mache ja mitten in meinen Streams solche so Placements. Muss man dann bei den Haken enthält bezahlte Werbung und Sponsorships, ja, muss man den safe reinmachen? Safe. Also wenn du selber die Werbung markierst, musst du es nicht machen. Also wenn oben rechts oder so Werbung steht? Ja, wenn das drin ist, dann bist du nicht verpflichtet, das zu machen. Du kannst das zusätzlich machen, um die besser erkenntlich zu machen. Krass. Aber muss man nicht. Müssen tust du das nicht. Ja, dann einfach Dauerwerbungssendung oder so. Dauerwerbesendung rein. Das steht bei mir auch unten rechts. Es gibt sau viele Kanäle, also da kann ich jetzt zig Kanäle aufzählen, große, die Placements drin haben und die Funktion von YouTube gar nicht nutzen, weil ganz am Anfang hast du dann bei YouTube immer so eine Einblendung oben links. Da kommt wie so ein kleiner Pre-Roll, wo dann Werbung steht. Okay, Jan, ich wollte nur nochmal sicher gehen, nicht, dass ich den Ärger bekomme von YouTube. Danke. Also von YouTube selbst wirst du weniger Ärger kriegen. Ja, oder das Finanzamt, ich habe keine Ahnung. Das Finanzamt wird sich auch nicht melden. Ja, irgendwer kommt schon und klopft, keine Ahnung. Das Finanzamt. Peter Zwegert kommt dann und weißt du, die räumen dann hier dein Ding, dein PC aus. Die nehmen alles mit. Die machen hier, die zerlegen dein PC im Stream. Ja, aber der darf eh zerlegt werden, der ist kacke. Ja, Fuchs, das PC geht auch dauernd kaputt. Jetzt nicht mehr. Ja, okay. Dann ist nicht so. Offline. Apropos Gamerstime, brauchst du mal wieder einen neuen PC zufällig, den ich dir zusammentun kann? Hä, was? Ja, wir hatten doch vor ein paar Jahren mal den Fall, dass du dir einen PC zusammenstellen konntest und ich dich dabei supporten konnte. Ich hab da jemanden, der das schon für mich macht, so. Oh, der extrem fit unterwegs ist. Oh. Schade. Schade. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Ist okay. Soll ich mal hier in der Gruppe fragen, ob die Talons kennen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, wie in den Kommentaren, also. Ja, alles gut. Skill for Legends, Dankeschön für 50 Monate. Liebe geht raus. Ich hatte das gar nicht erwartet. Warte, ich will Kommentare. Mach mal. Was? Ey, Leute, ich habe aber eine wichtige Frage. Ja. Kennt ihr Talahon? Ja, natürlich. Talahons oder so? Talahon! Was ist das? Das ist schwierig. Das ist so eine Talahon ist arabisch und heißt komm her. Und das ist ein Wort, das verwendet wird von Arabern, wenn sie eben mit Leuten Streit anfangen oft. Arabern? Und nein, ist das nicht also so eigentlich nicht, Sachen nee, eigentlich nicht von denen, sondern es ist halt ein Wort, das halt oftmals Araber, oder wie man das sagt, keine Ahnung, nutzen. Natürlich, ich will kurz die Storyline erklären, okay? Also das Wort ist dadurch entstanden, weil halt, du kennst es ja, wenn Leute irgendwie Stress machen wollen, dann heißt es immer, komm her, komm her. Und das Wort Talahon ist halt so ein Ding, das dadurch öfter gesagt wurde. Und deswegen nennt man mittlerweile die Leute, die etwas öfter Stress machen und in der Straße rumlaufen, in Gruppen und so, werden jetzt mittlerweile als Talahon bezeichnet. Nee. Was aber halt auch eine Beleidigung sein kann, weswegen das ein sehr strittiges Wort ist. Nee, da muss ich was ergänzen, sonst kommt das anders rüber, als es sollte. Okay, das sag. Das schließt die Leute mit ein. Sagt man das denn politisch korrekt? Ich weiß es gar nicht. Das schließt man. Oh, politisch, okay, lassen wir direkt sein, bitte. Ja, genau. Ich habe gar keinen Bock, dass ich auf Twitter irgendwo lande nachher. Ja, ja, das ist halt das Ding. Ich weiß immer noch nicht, wenn Leute fragen, wie man das denn beschreibt. Ich lasse den Begriff auch bei mir komplett raus. Ja. Einfach es ist schwierig, weil das Wort ist halt, also eigentlich... Ja, Bro, die kommen hier rein, schreiben mir irgendwas, ich frag, was ist aktuell Trend auf TikTok, die schreiben mir Talahon und ich da frage ich ganz normal, was ist das denn, weil ich kenne das Wort nicht. Es ist halt aktuell auch... Quatsch eigentlich. Das ist halt aktuell etwas, was viele witzig finden, weil man halt die ganze Zeit im Grunde jetzt so Späße über die Leute macht, aber... Spaß über Leute machen, kann halt auch ganz schnell zu Rassismus führen. Und deswegen ist es halt kritisch. Bei mir wird jetzt hier gerade reingeschrieben, dass Blizzard recht hat, dass es wohl wirklich in arabischen Ländern so ist, dass... Oh mein Gott, Blizzard. Dass Jugendliche so genannt werden. Nein, wie du dich direkt gerechtfertigt hast unter dem Kommentar.
Ja, ja, ich hoffe, Spaß machen müssen. Ja, einer geschrieben, Alter, no joke, Blizzard hat unsympathisch, hat 4 Likes oder so. Jemand hat drunter geschrieben, finde er Fuchse unsympathisch. Blizzard ist doch nicht verpflichtet, die Information zu geben und sie wird direkt sauer. Du postest so eine halbe Bibel drunter und einer kommentiert beide. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich, was das Talahorn-Ding angeht, ich hab da halt recherchiert, weil es mich auch interessiert hat. Und das Ding ist halt groß geworden, weil es da einen Song gab von einem, der halt die ganze Zeit das Wort verwendet. So, und dann hat es auch noch Farid Bang, hat es dann auch noch geteilt, einen Song, und dadurch ging es dann halt viral. So. Ja, ich finde, ich mag's, also das ist halt ein Begriff, der eigentlich nicht schlimm ist, aber der wird halt politisiert ein bisschen momentan. Ja, genau. Das ist halt nicht gut. Das ist, kann halt jetzt, das kann halt Wörter ersetzen, die Rechte zum Beispiel nutzen. Und jetzt können halt Leute, die eigentlich einen witzigen Spruch hatten, können halt ein Wort entwickelt haben, was jetzt Rechte für sich claimen wollen und damit zu einer Beleidigung machen. Und dadurch ist es halt wieder ein böses Wort. Und deswegen ist das alles kompliziert und man weiß nicht so ganz, ob man jetzt überhaupt noch Witze darüber machen darf oder nicht. Weil es halt eigentlich ursprünglich mal was Witziges war. Kompliziert. Also, was ist das jetzt? Was? Talahun? Ja, eigentlich werden so die Leute bezeichnet, die halt auf der Straße, ich sag mal, aufmucken. So. Was? Ja, so Leute, die Stress machen wollen. So werden Leute also, du bist momentan. So einer? Ja, genau, so ungefähr. Hey, du bist so jemand, Fuchsel! Wir beide. Okay. Du machst immer Stress in diesem Projekt. Ich spreng auch immer Basen in die Luft, ne? Ja, ja. So schätze ich dich ein. Dann können wir ja zusammenarbeiten. Boah, eigentlich ist heutzutage das Schlimmere nicht Basen wegsprengst, sondern Farmslots kaputt machen. Also damit kannst du einen richtigen Krieg anfangen. Das stimmt. Überleg mal. Einfach zu jemandem gehen und sagen, ey, wenn du mich jetzt weiter stresst, ich nehme dir 10 Farmslots. Und dann kommt die Panik. Keiner ja, weiß, wie man jetzt reagiert. Jetzt eigentlich die Base in die Luft, die Time. Ich muss warten, bis Wichtiger da ist. Fabo hat drum gebeten, ich soll das machen, wenn der da ist. Oh, aber wenn will das Base in die Luft? Ich will, G-Time, du musst uns das irgendwie mitteilen. Welche dass Base? Du das machst. Ich will das sehen. Ich will es aussehen. Base Welche von Base Wichtiger oder so. Warum? Ich war gestern AFK und Fabo ist die ganze Zeit an meine Kürbisfarm gegangen. Boah, deswegen hat er mich eingeholt, der Sack. Und immer wenn ich...